Gigahertz Upload. So. Schauen wir mal hier. Ah, Sie sind der erste Telekom-Mensch, der sich Zeit nimmt für mich, gell? Muss mal sagen. Ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, erstens mal mache ich es gerne, ne? Okay, das ist cool. Und zweitens gehe ich immer davon aus, was würde ich machen, wenn es mein Anschluss ist. Bei wem sind Sie? Bitte? Sind Sie bei der Telekom, also haben Sie Ihren Privaten bei der Telekom? Jawohl, ich habe Mitarbeiteranschluss. Ja, hast du? Ah. Aber auch nur 6000 RAM-Leitungen, ne? Oh, okay. Ich versuche immer, weil bei uns im Nachbardorf haben sie ja auch ausgebaut, eine Annex J. Ich versuche immer auf IP, ne? Ich nutze alle möglichen Uhrzeiten, dass da mal ein Port frei wird. Okay. Den reserviere. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Na, ist doch scheiße, oder? Ach ne, was soll's. Sorry. So, schauen wir mal. Also VDSL sieht wohl nicht so gut aus, das klappt mit der Entfernung nicht. Okay. Aber mit dem erhöhten Upload, meinst du? Okay, aber das würde das irgendwie Wartezeit im Internet bedeuten? Wie meinen Sie jetzt? Also, sag ich mal, du stellst das jetzt um, ja? Ja, kannst du ruhig du sagen, stimmt. Ja, sorry. Nee. Und würde ich da irgendwie kein Internet haben eine Zeit lang? Circa einen halben Tag. Einen halben Tag, ab wann wären das? Kommt drauf an, also wenn man jetzt, wenn ich den jetzt einstelle, wechsle. Ja. Dann probiert das System erstmal, das wäre dann wahrscheinlich nach Ostern. Okay. Natürlich auch schon zum Morgen probieren, aber ich glaube kaum, weil wenn ich dann so den Auftrag verwende, ja, dann kommt das zweite System von der Disposition mit ins Spiel. Das heißt, der Techniker bei euch vor Ort, ja, der dort immer in den Vermittlungsstellen rumkurft, der hat einen eigenen Dienstplan und dann prüfen die beiden Systeme ab, wann ist denn nun der freie Termin für den Techniker. Okay, also nach Ostern wäre es dann, ja? Ich denke mal nach Ostern auf alle Fälle. Ja gut, okay, dann kannst du es buchen. Den neuesten Media Receiver haben wir schon. Ja, den haben wir. So, jetzt schauen wir mal, ob noch HD ist auch noch nicht dabei. Machen wir HD Start ein Jahr mit frei. Na? Ja. Na, ja, HD brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe gar keinen HD Fernseh. Ach so. Ja. So, machen wir mal den Produktwechsel. Dann würde ich sagen, den 723V müssen wir mit dazu machen, ne? Bei IP auf alle Fälle als Reserve. Ja. Weil also, es kann ja sein, dass du jetzt sagst, okay, den Speedport, da ist nur ein Defekt. Ja. Dem, was nachher die Technik sagt, ne? Ja. Ich hole mir eine Fritzbox. Nee, will ich gar nicht. Bei Fritzboxen wäre ich nämlich vorsichtig mit dem Telekom-IP-Anschluss. Manche kommen zurecht damit, manche nicht. Ja, ja, ich weiß, da muss man recht viel einstellen und sowas, das mag ich auch nicht. Also kriege ich auf Deutsch einen neuen Router. Genau. Ja, für 3 Euro noch irgendwas. 3,95, aber die ersten 3 Monate eh. Ja, das ist ja egal, wenn das funktioniert, dann ist ja gut. Ich mache die 14,85 Euro Gutschrift noch mit rein. Ja. So, dann wäre jetzt zum Beispiel dann das Ender10 Premium IP, ne? Das ist das Filmpaket mit frei. Okay. Für die 44,95. Gleiche wie jetzt. Also gleiche wie jetzt. Genau. Hier, sonst tötet mich meine Frau, gell? Ja. Nee. Steht auch in der Auftragsbestätigung, das ist für 2 Jahre. Aber wenn du dir jetzt merkst, ja, den Smartphone eintragst, in anderthalb Jahren dann, nach Bereitstellungstermin, einfach hier anrufen, weil dann gibt es auf alle Fälle wieder Vergünstigung oder Neuerung. Ja, genau. Einfach mal nachfragen dann, gell? Genau. Gut, super. So, wie gesagt, der Splitter kommt dann raus. Ja? Ach, der kommt raus dann? Ja, ja. Okay. Bei so. IP sowieso, dann ist einfach nur noch dann so von der TAE-Dose in den Router rein, ne? Okay, oh, super. So, und dann hast du auch noch erhöhten Upload. So, und
noch zwei Rufnummern kriegst du auch noch mit. Okay, gut. Mache ich immer bei meiner Frau, ne? nee, die macht gerne Gewinnspiele mit. Ach du Scheiße. Und dann bei manchen muss sie immer Telefonnummer angeben. Ah. Und damit wir uns nicht auf den Sack gehen, habe ich die eine, die läuft direkt in den Fax rein. Hier, das ist ja auch nicht schlecht. Ich sage, gib die Rufnummer an, da kannst du die ganz angeben, die geben uns nicht auf den Sack. Ey, das ist ja mal ein guter Tipp. Das ist ja geil. Oder wenn irgendwann mal Kinder bei sind, ne? Ja, ich habe eine kleine Tochter. Na, die wird ja mal größer, meine ich. Ja, genau. Irgendwann will sie die Telefonnummer haben, ja. Die hat ihre eigene. Genau. Ey, super. Klasse. Bei dem Ruder ist auch von Vorteil, der hat schon eine integrierte Deckbasisstation, ne? Okay. Das heißt, Solos-Telefone können bis zu 5 Stück angeschlossen werden. Oh, das ist ja nicht schlecht. Hier, ist ja super. Hier, wann kriege ich das per Post mit dieser Auftragsbestätigung? Die schicke ich nachher per E-Mail raus. Okay, per E-Mail? Per Post wird es wahrscheinlich am Samstag kommen. Na, ist ja in Ordnung. Super. So, wie gesagt, Upload geht ja dann bei 2400 circa. Ja, das ist ja schon mal besser als meins jetzt. Genau. Das ist super. Hier, muss ich mich mal bedanken bei dir? Nee, ohne Scheiß. Ist gut. Echt gut, was du gemacht hast. Okay, super. Dankeschön, gell? Alles klar, mache ich soweit fertig, ne? Ja. Wollen wir nochmal die Leitung prüfen? Ja, kannst du mal machen, wenn du willst. Ja, muss man aber dranbleiben, ne, wegen der Technik. Ja, ich bleib dran. Alles andere mache ich fertig. Ja, super. Und schick das dann per E-Mail dann nochmal an die Haupt-E-Mail-Adresse, sei denn, du hast irgendwo eine hinterlegt hier. Ja, ich hoffe es. Ja, weißt, mehr auch jetzt sagen, dann schicke ich es dahin. Das ist. Ach so, nee, das wird nicht. Die müssen wir ja ganz anders anlegen. Super. Nee, doch, kann ich machen. Ja? Ja. Soll ich dir die E-Mail sagen? Jo. DJ, also DJ. Ja. Und danach sofort Krankenhaus. Hört sich zwar dämlich an, aber ist schon seit Jahren meine E-Mail. Krankenhaus. At googlemail.com. Nee, ist super. Schicke ich dahin, ne? Ja, super. Klasse. Muss ich jetzt dranbleiben noch? Ja. Ja? Die machen jetzt mal eine Leitungsmessung und wenn die sagen, Leitung ist in Ordnung, ja, hat sich erledigt. Ansonsten haben sie eine Störung gefunden, beheben das. Du kriegst sowieso einen neuen Motor, ne? Ja. Okay, super. Na, hat sich doch mal gelohnt anzurufen. Ohne Scheiß. Ja, wie gesagt, lohnt sich immer mal, ne? Ja, ab und zu mal. Vergessen in anderthalb Jahren. Ja. Schon mal drüber nachdenken, hier anzurufen und einfach fragen, was gibt's Neues. Ja, das ist. Ich habe ja auch vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren mal angerufen gehabt. Per Livestream, ja, da waren ein paar Zuschauer mit dabei. Die haben sich gut beöppelt bei der Dame, die dran war. Ja. Weil die hat gesagt gehabt, ja, Inheiden, VDSL, oh, alles kein Problem. Ab August sonst irgendein Jahres gibt's das. Aber ich denke mal, mein Dorf ist so abgeschieden, das wird eh niemals was. Ich schau mal schnell rein hier. Ja, ich weiß ja nicht, was sie da für Informationen haben. Das ist. Ich schau nochmal in mein Ausbau-Tool. Ah, das wäre echt nice. Also ausgebaut ist es eigentlich schon, ne, mit Annex J. Kann man ja schon so sagen. Ne? Ja. Es geht eigentlich nur um die VDSL-Ports. Ja, genau. Nochmal die Vorwahl. Die Vorwahl? Hm? 06402. Reicht, ja? Okay. So, da ist uns mal in den nächsten 12 Monaten nichts geplant. Gar nichts geplant? Nee. Okay. Also, wie gesagt, ist das schon mal ausgebaut, da hat die Kollegin schon recht. Ja, hat sie. Ah. Nur das ADSL 2 Plus. Okay. ADSL 2 Plus? Genau. Darüber läuft dann das. Ah, gut, okay. Nee, aber wenn das so klappt jetzt mit dem besseren Upload, mir geht es ja eigentlich nur ums Upload, ja? Ja, mit der Verdoppelsicht. Weil ich streame ja auch und so ein Livestream, das ist ja einfach nur, das frisst ja Upload bis zum geht nicht mehr, ja. Und das wäre schon echt gut. Gut, okay, dann kurz in der Leitung bleiben. Ja. Ich sag schon den Kollegen vorab, um was es geht, ne? Okay, supi. Kleinen Moment. Ja. Ja, liebe Leute, da wisst ihr mal Bescheid. Es wird eingeholfen, ja, bei der Telekom, ja. Ich bekomme besseres Upload für den gleichen Preis. Doppelten Upload sogar, ja. Was will man mehr? Ich bekomme einen neuen Router.
der genau die gleiche Miete hat wie der andere, den neuesten, den die Telekom hat, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, wir sind gerade noch eben bei der Störung. So, kleinen Moment nochmal. Ja, na klar. Doch, extrem geil. Ja. Ohne Scheiß, ich glaube, der hört uns sogar. Ich weiß es nicht. Aber wir haben was bewirkt. Und ich denke mal, das ist extrem geil. Für alle. Denn sollten wir erhöhten Upload haben, gibt es auch mehr Livestream für euch. Und ja, einfach nur geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir nochmal gucken, wie jetzt der Störungsfritze das hier macht. Aber muss man mal sagen, der ist ganz cool. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich muss mir die Aufnahme nochmal von Anfang an